18. April 2020. Sommerstart. Wohl gehofft, aber ist leider anders gekommen. So stehe ich zwar schon mit zwei weinenden Augen vor dieser Tamariske. Auf der anderen Seite, abgesehen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, aber die werden wir auch wieder meistern, kann ich eigentlich von einem großen Glück sprechen, welches wir Landwirte haben, weil wir eine der wenigen Branchen sind, die in diesen schwierigen Zeiten arbeiten durften. Und das heißt einmal schon sehr viel. Und ja, es ist eine Wertschätzung der Arbeit, die man wieder kennenlernt, wenn alle anderen nicht arbeiten dürfen. Aber es war wieder die Möglichkeit, eben sich mit der Natur noch mehr zu beschäftigen, ohne Hektik, ohne Stress, mit viel Zeit und Ruhe und Muße. Aber vor allem ein anderer Gedanke ist mir auch wiederum bewusst geworden, dass wir Landwirte eben für die Gesundheit der Bevölkerung ja verantwortlich sind. Und deshalb freue ich mich besonders, dass in unserem landwirtschaftlichen Unternehmen, neben dem Wein, der natürlich im Vordergrund steht, immer mehr andere Produkte bzw. Lebewesen das Bild füllen. Kühe, Ochsen, Hennen, Schweine und was alles. Und so können wir einen kleinen Beitrag leisten für diesen wichtigen Aspekt der Gesundheit, der uns, glaube ich, in diesen Tagen allen sehr bewusst wurde, wie sehr das notwendig ist, sich gesund zu ernähren, gesund zu bleiben und dadurch auch keine Angriffsfläche einem Virus wie Covid-19 zu bieten. Und ein anderer Gedanke ist mir auch noch gekommen, dass ich allen jungen Menschen, die in der Entscheidung stehen, welchen Beruf sie wählen, eigentlich einen Tipp geben kann, unbedingt nachzudenken, ob es sich nicht lohnt, in der Landwirtschaft tätig zu sein, weil dort bist du dein eigener Herr, dort kannst du mit der Natur dich beschäftigen und das ist der größte Lehrmeister, den wir haben.